Willst du den Koffer erst ins Auto tun, oder willst du den mitnehmen oder brauchst du was darauf? Da sind meine Laufschuhe drin und ich würde dann nachher noch wahrscheinlich duschen, oder? Duschen machen wir aber, also wir machen jetzt erst den internistischen Teil, das machen wir hier. Dann gehst du zu unserem Doc, zum orthopädischen Teil und dann nochmal zu unserem Athletiktrainer. Okay. Der macht auch nochmal was. Und duschen kannst du dann direkt bei uns in der Kabine wirklich abgeholt. Ja, wir haben uns schon gefragt, ist die Kabine von den Profis die, wo dieses kleine Kraftwerk sozusagen daneben ja, ist? Genau. Ja, okay, genau. Das ist dieses kleine weiße Gebäude, aber ja, genau. Da fahren wir gleich auch noch hin. Ja, super. Hier, das ist das Medikos, ein ganz großes, oder geht eigentlich da sogar noch weiter, ganz großes Reha-Zentrum. Unser Mannschaftsarzt, Herr Patrick, den du gleich kennenlässt, der hat hier unten auch seine Praxis. Also wir hoffen nicht, dass du da mal hin musst, aber im Worst Case haben wir wirklich maximal kurze Wege. Und das ist wirklich cool und praktisch, wenn das alles Wahnsinn. An einem Ort ist. Also das erleichtert auch gerade die Transfer, die Medizinchecks erleichtert total, wenn ich mir das mal. Grüß dich, mein Lieber. Das ist super. Gut. Ja. Wo ist die Jacke? Ich hab mehr. Und dann nimm die Ultras. 250.000 Euro Spenden gesammelt. Und haben dann diesen Flutdichtmast wieder angeknipst. So, das haben wir dann am Samstag gemacht vor dem Köln- und Sonntag Köln-Spiel. Samstag Abschlusstraining im Parkstadion. Tabellenletzter, 7 Punkte auf 16. 3.500 Leute da. Das ist brutal gewesen. Mhm. So, und dann auch insgesamt auswärts in Hoffenheim waren 15.000 mit dabei. Also, das ist ganz Wahnsinn gewesen einfach. So, auch in Leipzig. Das war. So bitter wie das war dann der Abstieg, aber dann stehst du da und 8.000 Schalker singen da. Ja, ja doch. Ja, das will jetzt jemand, aber ich glaube, das geht schon. Ja. Ja. Darf ich dir schon mal deine Nummer für die Hand drücken? Das ist lieb. Danke. Wunderbar. Bin ich so der Kameratyp. 82 Kilo und ein Stückchen nach vorne gehen einmal. Noch ganz runter einmal. Ganz runter, genau. Und 1,86. 82 und 1,86. Das passt. Dann darfst du dich ja mal hinlegen. Ein Junge aus dem Osten. Wenn ich hier alle sowas sehe, ist für mich das sehr beeindruckend. Ja. Ehrlich? Das ist schön. Ja, also. Gelsenkirchen ist beeindruckend. Ich war vorher in Fürth. Ja. Also in Wolfsburg groß geworden, mhm. Dann wieder Fürth, oder Dresden war ich ja, Fürth. Dresden ist schön. Und hier schmecken. Und ja, dann Union. Mhm. Ist ja auch, klar, ist ein großer Verein, aber ist nochmal was anderes, also ist nochmal anders. Ja. Und hier ist halt, das ist eine Wucht. Okay, ja, ist doch schön. Wenn man so die Vergleiche sieht und ja, das ist dann schon. Verein ja dann auch von der. Das darf man schon mal sagen, dass das nicht normal ist eigentlich, ne? Alles. Okay, nochmal tief einatmen. Und dann feste ausatmen. Das andere dann gleich nochmal dann auch ausatmen. Noch weiter ausatmen einfach. Und aber tief einatmen. Okay. Gut. Der Hintergrund ist halt, mein Vater kennt es bestimmt nicht. Europapokalsieger mit 1. FC Magdeburg, Ikone im ostdeutschen Fußball, der Papst schlägt. Nee, kennst du nicht. Das ist eine ganz andere Zeit. Ist nicht schlimm, ist eine andere Zeit. Schlimm. Und Raucher. Blau-Weiß, ne? Magdeburg. Ja. Und welche Rückennummer? 7. Er hat gestern geheult. Im FaceTime gemacht, geweint hat. Ich bin gespannt. Du hast in Deutschland in vielen Städten eigentlich viele Kulturen kennengelernt. Bayern, Dresden. Bist du gestern angereist, oder? Ja. Kommst du auch gebürtig aus Berlin? Ich bin geboren in Magdeburg. Ja, doch. Ich hab schon Angst. So, Trittfrequenz siehst du hier. Die sollte so zwischen 60 und 70 bleiben. Und dann kannst du schon mal langsam. Und meine Mutter war Leichtathletin. Also du kommst von einer richtig sportlichen Familie. Ja. Und das kannst du auch nochmal drauf haben, das kannst du im Video sagen. Da wird sie sich freuen. Mama, danke für alles. Oh. Puh. Puh. Rein spaziert. Schuhe sauber machen. Ja, kannst du stehen lassen. Genau. So,
Dann führe ich euch einmal in die ganz heiligen Hallen. So. Schuhschrank, ganz entspannt. Okay. Hier ist jetzt schon ein bisschen was aufgebaut für später. Was hast du gleich noch vor dir? So sieht es nicht immer aus. Ja, genau. Genau, also das steht hier eigentlich nicht, aber ich denke, du wirst gleich noch für Social Media irgendwas, müssen gleich irgendwas noch hinmachen, ja. Ne? Vermute ich, genau. Ja, so und Nummern haben wir noch nicht aktualisiert. Das machen wir noch vor dem Trainingsauftrag, hat jeder seinen Platz. Ja, kann ich einmal den Füße drüber laufen? Ja, ne? Füßebereich zeigen. So, den medizinischen Bereich. Alles noch etwas unordentlich, weil noch umgebaut wird. Also hier ist unser kleiner Athletikbereich. Im Großen wirst du gleich kennenlernen mit unserem Athletiker, denn hier macht der unser Athletiker macht immer eine Tagestestung. So, wie gut hast du geschlafen, bist du beweglich, ist irgendwas? Wir machen immer so ein paar Stationen und ab und zu warm ab. Jeden Tag machen wir jeden Tag? Ja, das dauert keine 5 Minuten. Okay. Ja, genau. Alles parat haben. Guten Tag. Hallo. Jörn Wenger, der Leiter unserer Athletikabteilung. Hi. Ihr werdet sehr viel Spaß hallo. Zusammen haben. Ja, grüßt euch. Dann lassen wir direkt rübergehen. Gut. Machen wir erst das, und ich sage später alles noch zu Hause. Okay. Den Weg kennen wir schon, ne? Ihr seid da gestern schon mal gegangen. Gestern, heute Morgen. Ah, gestern einfach geil, wo wir angekommen sind, ist die Sonne richtig untergegangen. Ja, ist hinten untergegangen, da hinten. Mann, und war geil. Sehr schön. Die Ruhrpott-Atmosphäre, jawohl. Ja. Also war echt richtig schön, ja. Auch in Gelsenkirchen hat schöne Ecken. Ja, nur will ich hingucken. Wie du erstmal deine Hand auf der Kamera hast und dann, also ich halte das Handy und dann gehe ich so weg, dann sieht man dich und du richtest eine ganz kurze Botschaft an die Schalker, also hallo Schalke-Fans, ich bin Paul Green, freue mich hier zu sein und irgendwas, was du sagen möchtest. Hey Schalker, ich bin einfach nur froh hier zu sein. Lasst uns anfangen zu arbeiten und ich freue mich auf die Zeit. Liebe Grüße, euer Segu. Hallo. Schön, dich zu sehen. Danke. Meine Kollegin. Hallo, Paul. Unsere Finanzchefin, immer gut mit Stärke gewechselt. Hier, wie Benni. Wir haben uns ja schon heute. Wir wollen gestern noch mal extra eins kaufen. Ich habe keine Klamotten zu Hause. Er wollte das gerne so. Er hat gesagt, wollen wir einen Partnerlook gehen? Ich sag, du, wenn du das möchtest. Willkommen. Danke. Ja, nachher kommen. Weil, also, das ist geil, das finde ich. Dann nehme ich vielleicht mit. Ich wollte mitnehmen. Dann heute Morgen. Ich wollte mitnehmen. Ich möchte gerne vielleicht mal einen Kaffee oder eine Cola. Nein, danke. Ich würde sehr gerne einen Kaffee nehmen. Kaffee, Cappuccino, Espresso, Kaffee, Latte. Oder Espresso, wenn ich. Dann würde ich auch einen Espresso für dich aufnehmen. Ja, machen wir doch auch noch. Dann machen wir doch hier, der Herr Klose. Bitte. Alles gut. Hallo, Bernd Schröder. Benjamin Bertram, hallo. Hallo. Bernd Schröder, hi Paul. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auf Schalke. Ich freue mich auf dich. Oh, es ist schön kalt hier. Wo brauchst du hier am meisten? Boah. Vor der Nordkurve die Huden zu machen, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man da rüber guckt. Ich habe das alles nicht so groß gedacht. Nee? Also, klar, aber ich bin gestern mit Benni abends angekommen und dann die Sonne so unter und dann hatte ich schon Gänsehaut. Ja, war schon.
Dann bringe ich es mal ein Stückchen zurück, ich bin nicht so, dass du fast so ein bisschen von hinten kommst.